Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus Lightyear Frontier. Ich bin immer noch auf unserer heißgeliebten Tornado-Felseninsel. Hab mir ein Bettchen gebaut, hab eine Kiste gebaut, hab mal ein paar Sachen rausgeworfen. Einfach nur, damit ich... Oh, Kiste voll. Es leichter habe, hier umzugehen. Ich würde jetzt schnell schlafen. Und dann schauen wir mal rein in die Höhle. Komm, lasst uns das gleich mal tun. Und dann auch mal schauen, dass wir mal wieder nach Hause kommen. Wir sind gefühlt seit 10 Tagen oder seit 10 Ingame-Tagen unterwegs. Nothing like a good night's rest. I'm feeling really good about today. Bet we'll run into something amazing. Da bin ich bei dir, ganz bei dir. Ich fühle mich auch super, perfekt, alles prima. So, dann lasst uns mal reinschauen. Ich habe es mich noch nicht getraut, da rein zu linsen. Ich dachte, das machen wir gemeinsam. So. Hallo. Uiuiui. Nicht wundern, meine Stimme klingt etwas beschlagen. Wetterwechsel, krank und so. Ihr wisst, das geht schnell. Oh, guckt mal da oben. Zack. Nehmen wir natürlich mit. Boing, runtergefallen. Komm mal mit. Leg das mal hierher. Die Pilze sind so herrlich. Oh, die sehen so schön giftig aus. Oh, Kohle noch. Nehmen wir natürlich noch mit. Ich weiß nicht, wie wir es dann schaffen wollen, wieder über die Meerenge zu kommen. Weil ich habe ja so viel Material mittlerweile einstecken. Oh, noch eine schwarze. Nehmen wir mit. Ich kann es euch noch nicht sagen. Werde ich wohl höchstwahrscheinlich in mehreren Schritten darüber hüpfen müssen. Weil ein Land, mehr war ja nicht. An Land ist das ja alles kein Problem. Überladen, aber übers Wasser geht nur mit Fliegen. Toll. Habe ich mich so drauf gefreut, endlich mal wieder eine Höhle zu finden. Und dann ist hier nichts. Na gut, wir nehmen das, was wir kriegen können. Ui. Bobby, guck mal, ich habe was gefunden. Geschenke. Ja, wir haben so eine Menge gefunden, aber es gibt halt immer noch ein paar Dinge, wo dann da steht, Fragezeichen, noch nicht gefunden. Also ich vermute mal, es gibt hier noch eine Menge an Sachen, keine Informationen verfügbar. Da immer noch zwei Sachen, die nicht gefunden sind. Und wo sind wir denn auf der Insel? Hier oben, also wir haben sie praktisch einmal abgegrast. Also hier hinter uns ist Kartenende. Hier ging es noch einen Weg lang. Müssen wir dann mal schauen. Aber vielleicht gab es ja auch Ressourcen nachspawnen. Los, komm, wir gucken mal mit Robby. Wir können ja mal schauen. Aber hier geht es dann runter und mal hochgucken. Aber nicht da reinfallen. Da ist die Welt zu Ende. Oder? Ja. Okay. Gut, also hier in die Richtung ist dann das Meer. Hier drüben wäre dann das nächste. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, wo wir was vergessen haben sollten. Aber ich kann ja so nochmal schauen, bevor wir die Kiste da oben abholen. Oh, hier ist die Welt kaputt. Oh nein, wir werden alle sterben. Die Welt ist kaputt. Das nehmen wir natürlich noch mit. Das sind so schöne Landschaften hier. Ich wüsste jetzt auch nicht, was noch fehlen könnte. Also die Sachen, die wir so brauchen, haben wir ja augenscheinlich gefunden. Und das Glühholz nehmen wir mit. Glühfrucht, genau. Zumindest die Fasern erachte ich als wichtig. Dann können wir nämlich die Sachen bei uns vielleicht auch anbauen. Und genug Material produzieren. Ja, aber ansonsten... Ja, wir könnten jetzt die ganzen Tiere noch füttern.
Das? Nur so. Die ganzen Tiere noch füttern, aber wir haben ja nun nichts dergleichen mit, was uns da eventuell weiterhilft. Ja. Die Frage ist, kommen wir bis darüber? Ich riskier's. Hey, noch ein Seestern, guckt. Auch wenn diese Sachen uns jetzt nicht mal wirklich viele Vorteile bringen, weil geldmäßig, ich glaube, durch die Produktion von Sachen sind wir da relativ gut dabei mit Geld. Das Geld, was wir so haben, ist ja eh dann nur für, Deko-Sachen da. Da ist nichts. Und dann. Alle. Die sind so putzig. Ah. Also ich sehe jetzt nichts. Oh. Gegen den Baum gekracht. Mal weiter hier. Fantastisches Futter. Gut, das können wir ja nochmal herstellen. Ja. Habt ihr noch eine Idee? Jetzt kommt schon mal hin. Hier lang, dort lang. Aber das sind ja die Inseln, wo wir jetzt lang gehüpft sind. Also wir haben ja nun alle Inseln abgegrast hier. Darf man nicht vergessen, dass wir noch die... Hey. Ich tue euch nichts oder ich will euch nichts tun. Ihr müsst nur bei Zeiten aus dem Weg gehen. Wupp. Ja, und da sind wir ja sozusagen am Anfang wieder zurück, wo wir rüber sind. Würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen weiter rein ins Land. Und mal schauen, ob wir hier noch irgendwas entdecken können. Sind halt zwar so schöne Formationen, die noch da sind, aber wir können mal schauen, wie viel Schätze. Oh, da gibt es noch eine Menge Schätze, die wir finden könnten. 5 Stück. Aber die könnten ja rein theoretisch überall sein. Also wir werden hier nicht das letzte Mal auf der Insel gewesen sein. So viel ist sicher. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht unendlich lange noch Zeit verbringen. Außer wir sehen jetzt noch eine Höhle oder irgendwas. Ich würde dann ganz gerne auch wieder mal nach Hause. Hier unten waren wir gewesen. Weil wir haben ja die neuen Rohstoffe zwar gefunden, aber jetzt noch nicht verarbeitet und verwendet. Und dann können wir uns ja mal unserer Farm widmen. Hier war der Durchgang. Es ist schon mal Mittag, die Zeit ist schon wieder rasend schnell vorbei. Komm mal mit. Gefühlt sind wir eigentlich nur unterwegs. Und stellen nichts Produktives her. Nein. Ich vergesse das immer wieder. Ich bin so fokussiert darauf, alles zu entdecken und jede Ecke zu schnarchen.
Wir gehen mal hier weiter. Hier waren wir noch nicht. Also falls jemand von euch noch Hinweise drauf hat, welche Ressourcen hier noch fehlen könnten. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da oben im Gebirge. Licht an. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Spiel selber aktiv spielen. Da oben ist, sah jetzt nicht aus, als wäre da irgendwas. Könnte vielleicht noch Hölzer weghacken. Kommen wir denn jetzt? Geh doch mal weg. Hier durch, das sind wir in unserem ersten Zuhause. Lasst uns mal schauen. Ups. Weil was für Hölzer sollte es denn sonst noch geben? Und noch ein Stück. Das muss ich sagen. Ganz oben auf der Gebirgsformation. Hier waren wir schon mal gewesen, da war, sonst gäbe es dann noch eine gelbe Pflanze. Gehe ich mal davon aus. Die gäbe es sonst hier nicht mehr, die abgesenzte gelbe Pflanze. Die Inseln haben wir entdeckt. Ja. Also ich wüsste jetzt hier nicht, wo... Falls doch, schreibt's mir einfach. Bum, 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 bum. Den Heimweg gehe ich näher oder trete ich näher alleine an. Von nachher. Nicht nachher. Näher ist sowas Sechs. Und nachher. Weil es wird doch ein sehr beschwerlicher Weg. Gerade überladen. So, dass wir uns dann zu Hause wiedersehen. So, hier hinten waren wir gewesen, ne? Sind wir da einmal ringsrum? Ich glaube ja. Aber hier gibt es ja auch noch Inseln. Wir können ja mal schauen. Vielleicht sehen wir ja doch noch was. Lasst uns mal gemeinsam noch ein bisschen auf der Insel rumschnarchen. Da hinten war das Nest. Ich denke mal, wir haben alles Wichtige entdeckt. Also man könnte vielleicht noch sagen, okay. Na komm, wir gucken mal rüber. Man muss ja unbedingt jedes Geheimnis und alles finden. Bin ich normalerweise ganz bei euch. Aber man kann sich auch entsprechend tot suchen, was das betrifft. Mal gucken, ob wir da rüberkommen. Ich denke mal, wir haben schon eine Menge Zeugs gefunden, die von dem, was wir finden können. Und man will ja das, was man gefunden hat, ja auch irgendwann mal verwerten. Beispiel, was können wir aus dem Glühholz machen? Da oben ist noch ein Glühholzbäumchen, das können wir noch wegpflücken. Ja. Ja, ist dann so eine Glühfrucht. Ja. Na gut. Hilfe. Runter hier. Ach, hier sind wir ja wieder bei dem Aluminium. Wo wir ja gesagt haben, das lassen wir stehen, sonst sind die Taschen nur so voll. Und so schwer. Ja. Hier haben wir ja eigentlich... Meines Erachtens nach auch alles entdeckt.
drüben auf der Insel warm war. Gut. Dann suchen wir uns mal den Weg ab zur Kiste. Also Glühholzbäumchen habe ich jetzt keins mehr gesehen. Zumindest jetzt nicht wirklich. Und die leuchten ja doch relativ markant. Die Tiere hier könnte man noch füttern, um den Ressourcen-Respawn zu forcieren, aber... Ah. Was haben wir dort? Gut, ich gehe unsere Kiste abholen und dann ab Richtung nach Hause. Vielleicht haben wir ja Glück und sehen aus dummem Zufall noch irgendwo was. Dort hinten leuchtet ja auch noch was. Och, mit, geh doch mal weg. Oder wollt ihr noch eine Runde gemeinsam mit mir hier über die Insel schlendern? Ja, es muss auch solche Folgen geben, wo nicht so viel passiert. Ach, das war ja das mit... Jawohl. Gut geschafft. Aber hier waren wir ja gewesen. Hier hat man ja alles weggesägt gehabt. Gab's hier oben noch irgendwas? Ja, Eisen. Wir sind ja eh... Wie viel haben wir denn im Handgepäck? Naja. Entschuldigung. Letztlich, überladen ist überladen. Ich muss dann halt nur schauen, dass ich das dann vielleicht so gemanagt kriege, dass ich die Ressourcen auf zweimal über das Wasser getragen kriege. Ja, und dann können wir zu Hause mal schauen, was wir noch bauen können, beziehungsweise welchen Fortschritt wir noch erleben können, weil wir haben ja noch ein ganzes Gebiet offen. Vielleicht müssen wir ja auch nochmal zurück in die, wie heißt's? Hinter das Tor. Weil nachdem wir jetzt das hier freigeschalten haben, beziehungsweise entdeckt haben, und hier die Ruine freigeschalten haben, gibt es da ja vielleicht eine Veränderung. Ja. Jeder, der Tag ist schon gleich um. Ja, ich mache mich mal auf, ab zu unserem Standort. Hab ich nicht gerade gesagt. Tag 69. Nothing like a good night's rest. Don't forget to water your crops today. Otherwise, it'll be a bit tough for them to grow. Ja, vergiss nicht zu gießen. Ja, klar. Guck mal, da drüben sind auch noch welche. Wollen wir die noch mitnehmen? Komm. Der Übung wegen. Alles, was wir unterwegs pflücken, müssen wir zu Hause nicht anbauen. Zack. Aber hier waren wir ja gewesen auf der Insel. Das ist sozusagen jetzt noch Ressourcen nachspawnen. Genau, das war ja das Jahr mit dem coolen Skelett da in der Wand. Glühbäume wachsen scheinbar nicht nach. Mindestens nicht auf normalem Weg. Ja? So. Dann den Weg kennen wir. Gut. Einmal im Schwung nutzen wir das.
Gut. Ich hole unser Zeug, bring uns Richtung nach Hause. Sollte irgendwas passieren, dann... oder irgendwas Wichtiges da sein, dann nehme ich euch natürlich wieder mit dazu. Klar. Ansonsten sehen wir uns dann zu Hause. Und weil ich ja soeben davon gesprochen habe, sollte was passieren. Sieht das da hinten nicht aus wie eine Höhle da im Felsen? Ich wüsste nicht, wie ich auf normalem Wege hinkommen sollte. Ich fliege einfach. Seht ihr? Haha. Bin ich jetzt gerade darüber gestolpert, als ich den Screenshot machen wollte vom Skelettfelsen. Oh, guck mal, da oben leuchtet was. Wenn das jetzt keine Pilze sind, sondern irgendwas Wichtiges, dann haben wir ja ein richtiges Geheimnis gefunden. Das Geheimnis unterm Skelettfelsen. Ah. Dann habe ich ja schon den Titel für diese Folge. Ist das nicht toll? Ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, den passenden Titel zu finden. Gerade wenn man so hauptsächlich auf Landschaftserkundung geht. Oh, guck da. Diodensplitter, mal gucken, ob wir drankommen. Gut, das ist nichts, was wir nicht hätten woanders auch abbauen können. Aber das ist alles Material, was wir dann später woanders nicht holen müssen. Und ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse sind immer toll. Ja. Oi. Ging es lang? Hier ging es lang. Legen wir mal hier ab. Gibt es sonst noch was? Nö. Schade, schade. Aber ihr wart dabei. Ihr wart dabei. So, aber jetzt wirklich nach Hause. Und wie ihr seht, ich bin zu Hause angekommen. Ich glaube jetzt, der zweite Ingame-Tag ist um. Juhu. Heimat. Wir sehen wieder Heimat. Ich bin völlig überladen. Und dann so ein Elend hier. Da. Machen wir gleich ein bisschen sauber. Da. Wir haben ja Neues zum Anpflanzen. Mal schauen. Und wir haben ja vor allen Dingen noch die Option, Beete zu ziehen. Wenn ich mich recht dran erinnere, konnten wir wohl eigene Beete oder eigenes ziehen. Aber Taschen auspacken. Oh Gott. Ich weiß am besten gar nicht, wohin damit. Mit so vielen Sachen. Wir haben 315 Kilo an Bord. Und ich habe echt auf dem Rückweg noch mal ein bisschen was mitgenommen, was so rumlag. Und ihr wisst ja, ich würde ja nie was mitnehmen, was nicht notwendig wäre. Ah. Haben noch ein bisschen Kupfer, das ist voll und das ist voll und... Ah, hier, guck mal, hier geht noch was rein. Irgendwo habe ich noch ein paar Alustangen drin, seht ihr? Und der Tag ist um. Zack. Zack. Na komm. Ja, ich habe unterwegs mal ein paar Nester gefüttert. Die armen Tierchen haben mir irgendwie leid getan. So. Wakey, wakey, partner. Remember to harvest any crop that has become fully grown today. No use in waiting for that sweet reward any longer than needed. So, packen wir mal das ganze Glühzeug hier rein. Da, Spiralrankensamen, okay. Mal schauen, was wir draus machen können. Hier die Leuchtblütensamen. Was haben wir denn noch von da drüben mitgenommen? Hm. Da, Glühbaumsprösslinge und Glühholz. So, jetzt haben wir das alles mal hier ein bisschen sortiert in einer Kiste. So, dann habe ich noch ein paar Kristalle von unterwegs eingesammelt. Oh, Kiste voll. Geht ja gar nicht.
So, das haben wir, das haben wir. Irgendwas Neues? Nein, ne? So, hier waren die Farben drin. So. Die schwarzen waren neu. Das war neu. Aus dem Schwarzen können wir ja vielleicht dann mal Farbe machen. Beziehungsweise die mal anbauen. Wobei ich halt nicht mitbekommen habe, wie man die vermehrt. Das hat bis jetzt noch nicht so richtig geklappt. Baumsamen können hier rein. Haben wir sonst noch was, was hier rein muss? 1, 2, 3, 4. Was haben wir denn hier? Grüner Baumsprössling, Kiefersprössling. Großer grüner Baumsprössling, großer gelber und gelber. Vielleicht haben wir ja irgendwo noch ein Holz vergessen, was wir noch nicht auf der Liste haben. So, jetzt packen wir mal hier noch was dafür. Händlerin, da kann ich auch wahnsinnig machen, sondern eine gelbe, eine weiße, eine blaue und eine rote und eine schwarze. Hier hinten war irgendwo das Gras drin. Oh. Wenn selbst das Gras langsam voll ist, beziehungsweise die Pflanzenfasern. Oh, hier noch, die kommen mit hinten rein in die Kisten. So. Hier noch Holz. Aber da haben wir noch ein Holz. War schon lustig, darüber hüpfen. Weil ich habe eine Kiste gebaut, bevor ich rüber hüpfe, habe die Hälfte ausgeladen. Und habe dann die Kiste gebaut, um die andere Hälfte wieder einzusammeln auf der anderen Seite. Jetzt hier ist ja auch noch alles voll. Komm, wir sortieren das gleich mal. Lasst es uns sortieren. Jetzt, wo wir ja doch alles so. Hier haben wir die Kristalle drin. Das Kannenblatt habe ich auch noch keine Verwendung für gefunden. Farbe hier raus. Haben wir noch Blüten. Und ist die Farbeimer. Das sind die farbigen Samen. Da ist Öl drin. Da. Nee, das ist. Hier. Da. Kann sich eben tot sortieren mit dem ganzen Zeug. Gelbe Kristalle. Da haben wir wirklich noch nicht so viele. Ich hoffe, wir brauchen auch nicht so viele davon. Was mit hier rein? Honigflaschensamen. Ja, mit den Samen müssen wir mal schauen. Mal eine Kiste für das Fraktalitzeug. Ne, hier haben wir das. Hier haben wir die Samen. Und Honigflaschen und. Ach du Heiliges. Eisen. Ja, das ist dummes, die Kisten sind alle voll. Ich glaube, wir sollten wirklich mal schauen, dass wir die größere, verbesserte Variante der Lagerbox holen. So, Eisen, Fraktalit, passt gar nicht alles rein. Ich finde das nie wieder. So, das haben wir. Das ist Stein, dann kommt hier die Kohle rein, genau. So. Irgendwo haben wir doch eine Kiste gehabt, wo der Schleim drin war. Hier. Farbeimer, wo sind denn die Farbeimer da? Ja, erledigt. Das sind Geschenke, Geschenke, Geschenke. Die lade ich mal raus. Wo kommen denn die Samen schon wieder her? Ich habe da gerade erst sauber gemacht. Ob wir vielleicht irgendwas bekommen oder uns bauen können, damit wir nicht hier. Können wir mal gucken, ob die Händlerin noch was hat. Hola. Guck mal, wir haben 44.000. Also wir können uns hier echt irre machen.
So. Den Mac-Teil haben wir auch noch nicht probiert. Aber wir sind da eigentlich froh mit dem, was wir haben, oder? Und hier Deko, da können ich Gitterbogen, Backsteinbogen, Pavillon. Ich glaube, das ist dann was, wo man sich extremst austoben kann. Mit Deko-Sachen etc. Pleasure doing business with you. Dann pass mal auf. Hier ist auch noch Zeug davon drin. Das kann raus. Komm, wir verkaufen das mal alles. Da ist es weg. Buying or selling. Make your pick. Guck mal, Insektenfossil. Zack. You drive a hard bargain. I like it. Ja. Let me take that off your hands. Well, I can't not buy it, can I? Ja, ja. Guck mal, Björn. Well, I can't not buy it, can I? One trash is, you know the line. Wir haben so viel gefunden. Take that off your hands. Seestern. Seestern, wo wir den Seestern gefunden haben, hat er uns doch gesagt, ein neues Rezept für irgendein gestrandetes Boot. Wir können mal schauen. Nicht, dass wir die Sachen dafür brauchen, wäre natürlich doof. Das habe ich da gestrandet. Ach nee. Hartholz und Pflanzenfasern, giftige Spuren, Stein. Das haben wir. Glühholz. Glühender Bogen. Aber was gibt's denn hier Neues? Die Scheune haben wir gebaut. Kompostkiste kennen wir. Schmelzofen, Farbmischer, Zerhäcksler. Blütenpresse. Montagegerät, Werkstattschuppen. Ach hier, erweiterter Schmelzofen. Ja, das ist doch der erste Punkt, den wir bauen. 12-mal Glühholz. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ach so, ich wollte den Seestern auspacken. Naja. Wir haben jetzt so viel Geld. Ich glaube, da ist es jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Wir können ja mal schauen. Vielleicht können wir hier noch irgendwas erfüllen. Klingt schon die ganze Zeit so. Anfragebrett. Rohlkopf. Ölwechsel, Pflanzenöl. Ja, da können wir uns hier sozusagen noch austoben. So, Taschen sind leer. Lass uns mal nach dem Wetterbericht schauen. Oh, die nächsten Tage regnet's. Dann sollte ich vielleicht die Samen mal in die Erde bringen. Gerade unsere neuen Sachen. Hier. Nee. Da. Ich find's nicht wieder. Ach, hier, irgendwo hier. So, Honigflaschensamen. Wächst an der Honigflaschenpflanze heran. Glühholz ist Konstruktion. Glühbaumsprössling. Spiralranken. Für was ist denn das ab da? Wächst eine Spiralranke. Was es kann? Leuchtblütensamen. Glühfrucht. Verwendet in getrocknete Glühfrucht. Achso, haben wir noch ein bisschen Dünger? Ja, kompostiert gerade irgendwie. Funktioniert das mit dem Komposter irgendwie nicht so recht? Dann lasst uns mal anbauen. Das sind die. Da. Von jedem ein Beet und dann. Mal schauen, vielleicht habe ich da noch ein bisschen Dünger einstecken.
Auch wenn mir gesagt worden ist, ich sollte vielleicht... jetzt habe ich die falschen hier rein. Ich sollte vielleicht erst düngen und dann ausbringen, aber... naja. Vielleicht kommt das ja erst beim Ernten zum Tragen. Wir feuern praktisch einmal die Fasern, die ganzen Sachen hier durch, damit wir genug davon auf Ernte haben. Wir kriegen ja sozusagen neue Samen wieder zurück. Und notfalls kaufen wir uns bei der Händlerin welche. So, ja. Da die nächsten Tage ja sowieso keine bösen Angriffe zu erwarten sind, was haben wir denn sonst noch? Wenn es sowieso regnet, sparen wir uns sogar das Gießen. Alles hier rein. Hilfe, nicht so schnell. Ja, war eine gute, tolle Entdeckungstour auf der Insel drüben. Haben sogar ein verstecktes Höhlchen gefunden, ne? Wer weiß, wie viel es davon noch gibt. Allerdings wird es jetzt schwierig zu sein, darüber zu gehen und speziell nach irgendwas zu suchen. Gut, die Materialien, ja, das ist kein Problem, da kommen wir ja jederzeit ran. Die sollte man auch wiederfinden. Aber so die Sachen, die Geheimnisse sind, wir haben ja nun schon gefühlt jede Ecke durchgewühlt. Und dann sonst noch? Na komm, dann ab die noch hier rein. Dann haben wir einmal alles gut verwertet. Hier, 1, 2, 3, 4. Hohlköpfe. Hat er gesagt, wollte auch noch haben. Ab in die Erde. Zack. So. Alle Beete besetzt. Und jetzt wird's lustig. Oh, wir haben noch 25 Dünger. Warum ich keinen Dünger produzieren kann, keinen neuen, weiß ich noch nicht. Irgendwie sind die Kisten etwas verbuggt. Ja. Hier auch noch ein bisschen. Ja, alle. Dünger alle. Haben wir noch ein paar Samen, die wir hier rauspacken können? Die hier. Achso, die Glühbäume. Müsste man vielleicht mal noch mit einbuddeln, dass die dann vielleicht auch wachsen. Ja. Glühbaumsprösslinge. Ich glaube, dazu werde ich mal trotzdem mal ein bisschen Wasser holen, wenigstens zum Angießen. Ich habe da Wasser voll gehabt. Er kommt mit. Ja, dann gieße ich das alles hier. Und dann mal schauen, was morgen draus wird. Glühbäume. Da bin ich halt immer noch gespannt. Komm, hier ist schon eine gute Ecke. Ja. Und da auch wieder ordentlich Samen von bekommen. Oder ob das eher sowas ist, was wir uns dann als Schmuck... Keine Munition, okay. Als Schmuckstücke irgendwo hinstellen. Wasser. Wo ist denn die Wasserkanone? Die ist weg. Bis.
Wasserkanone ist weg. So, okay. War noch auf Dünger umgestellt. Da kann ich sie ja nicht finden. So. Weiß, am nächsten Tag regnet's. Aber irgendwas ist ja immer. So, gegossen haben wir sie alles. Ja, dann lasst uns mal in den nächsten Tag wechseln. Ich sag von hier aus schon mal danke fürs Zuschauen, für euer Interesse. Wir sehen uns dann morgen hier oder in dem vielleicht sogar übermorgen. Mal schauen. Ich werde mal so ein paar Materialien durchlaufen lassen, damit wir dann ausreichend haben, wenn wir bauen wollen. Ja, das ist gegossen, das ist gegossen. Haben wir nicht den besseren Splash? Hui. Das ist aber sofort alle. Das ist sozusagen nur so als Notfall zu betrachten. Haben wir alles gegossen? Naja, der Rest gießt sich von alleine. Ja, also ich bin dann erstmal weg. Ich mache noch ein bisschen was. Wir sehen uns morgen hier in Art der Frische. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tag 72. Wir sind gut dabei. Also dann, Tschüssikowski und bye bye. Wakey, wakey, partner. The weather's real nice. Let's get out there and seize the day.